positiv. Wir wollten unbedingt die drei Punkte, das haben wir so vorgenommen. Haben erste Hälfte, denke ich, gut gespielt. Aber es muss halt dann 2-3-0 zur Pause stehen. Und es war nicht der Fall. Und zweite Hälfte haben wir so ziemlich alles vermissen lassen, meiner Meinung nach. Das war einfach ja, nicht gut genug. Und dann kann man einen angeschlagenen Gegner wieder aufwecken. Und ich sage, einen Sieg hätte ich, glaube ich, hergeschenkt von der Austria zum Leben erwacht. Und wir sind selber schuld, weil mit so einer Leistung ist, haben wir sich auch keinen Punkt verdient. Wie erklärst du dir diesen Knacks, der zur Pause passiert ist? Schwierig zu sagen. Also, ich denke, wir waren super drin im Spiel und wollten eigentlich die zweite Hälfte anschließen, aber irgendwie ist uns im Ballbesitz nicht mehr gelungen. Es war jetzt nicht so, dass der Austria eine Chance um die andere gehabt hat, überhaupt nicht, aber irgendwie es war kompletter Wurm drin und es hat einfach alles geführt, was erste Hälfte eigentlich noch gestimmt hat. Und gefühlt hat dann eine Unachtsamkeit wirklich gereicht? Oder? Ja, also das darf natürlich nicht passieren. Es ist ein Diagonalball, der gefühlt 5 Sekunden in der Luft ist und wir schlafen komplett. Flo Klein ist dann ganz allein, hat ihn gut ein, aber das darf nicht passieren. Also, sonst geht es nur 0 aus, wenn wir da nicht schlafen, aber der Punkt hätten wir jetzt auch nicht viel positiver gestimmt. Dabei habt ihr eigentlich eine gute Phase jetzt gehabt. Mit welchem Gefühl geht es jetzt da in die Länderspielpause? Schlechtes Gefühl, weil ich wollte halt unbedingt gewinnen, genauso die Mannschaft haben wir sich vorgenommen, aber wie gesagt, an sowas müssen wir halt arbeiten. Auch wenn es das erste Hälfte noch nicht gelingt, müssen wir weiterarbeiten und auch trotzdem kompakt und fokussiert bleiben. Und das haben wir halt heute nicht gemacht und deswegen sind wir eigentlich richtig enttäuscht, weil es absolut hergeschenkte Punkte sind. Und wir haben die Punkte, ja, die wir uns vorgenommen, einplant. Ich glaube, der Gegner war halt machbar, natürlich, wenn man in so einer Phase steckt. Das kennen wir von der letzten Saison, das ist immer schwierig. Und wir haben es einfach überhaupt nicht ausgenutzt und das ist dann doppelt bitter. Sag zur ersten Hälfte noch einmal kurz, habt ihr so tiefstehende Defensive aus der erwartet? Ehrlich gesagt schon, ja. Also wenn man die Fünferketten so erwartet. Und die Räume über unsere Außenverteidigung haben wir gewusst, dass die kommen, die haben wir immer wieder gehabt. Haben wir auch zwei Konter gefahren, wo wir zu Chancen gekommen sind. Standard waren auch in Ordnung erste Hälfte. Und ja, wie gesagt, das ist einfach eine Bitterheit, weil ich will jetzt nicht irgendwas. Aber die Austria war halt einfach schlagbar, muss man ehrlich sagen. Also erste Hälfte war es nicht im Spiel, aber wie gesagt, sie haben es sich dann trotzdem verdient, weil sie uns die Schneide abgekauft haben.